Wir brauchen 5 Slots. Die hat nicht die. Ne, eigentlich hat Rufus die ausgegeben, aber. Funtex ist doch reich. Vielleicht können wir hier. Werbung. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch, hier. Aha. Nimm ihn ruhig. Oh, Schreck. Fußpilz. Schreck, lass nach. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Na, guten Appetit. Vielleicht können wir den Pilz irgendwie hier, vielleicht braucht der Klempner einen Pilz. Ja. Ich bezweifle, dass er das braucht. Er hat bereits genug an seinem emotionalen Ballast zu tragen. Vielleicht. Das hier ist wohl eins dieser Probleme, die sich nicht durch den kreativen Einsatz von Fußpilz lösen lassen. War so eine Idee. Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Mama Bo. Dass wir das reinfüllen, Muttermilch und so weiter. Hormone, vielleicht brauchen wir hier eine Sekunde. Hier, oben gerade mal. Plörre nach unten reichen. Ein Quatsch, die Hormone. Hormonplörre. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir. Warum nicht? Erstens und. Vielleicht. Plörre. Genau. Und in die Plörre jetzt, da können wir doch den Pilz jetzt. Ah, sehr gut. Das wird lecker. Funktioniert. Der Plan geht auf. Immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Pilzplörre. Ah, jetzt müssen wir nur noch eine Plörre auffüllen, dann können wir. Die entsprechenden Sachen einfach selbst hinzufügen. So, jetzt nochmal Plörre. So, Hormone. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Ist eigentlich ganz logisch, was hier passieren soll. So, und jetzt die Muttermilch vielleicht. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Gut, Haarwuchsmittelplörer. Ach so, Muttermilch macht Haarwuchs oder was? Ja dann. Mach schon. Prost. Na endlich. Lass schmecken. Wow! Was ist das? Ich fühle mich super! Und stärker! Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. It's me. Klempner auf Pilzen. Ja. Spediteur. Kein Trink. Endlich. Lass schmecken. Prost, Prost. Dachte ich mir. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Okay.
Und die Hormonplörre für den Obsthändler. Na endlich. Hey, Moment mal, was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Und Prost. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ja gut, das wird lustig. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Liebe Zeit. Der frisst aus. Was? Aua. Unschau freigeschaltet. Cameo. Tja, wir gehen mal zurück. ja. Ein großartiger Cameo. Was sehr kann toll. Ich für dich tun? Nukleinsäure. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Lotti und sie gehört dir. Ich mach mich das da mal wieder auf. Ich brauche das Sechsle. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Okay, wir wollten. Was? Achso, das Bild. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Sehr schön, das können wir doch gleich nach oben. Nach oben bringen. Nach oben schicken. Okay. Ich denke mal, die Nukleinsäure kriegen wir sowieso nicht. Wechseln wir mal hier zum oberen Rufus. Können Bose nochmal das Elysium-Bild zeigen. Vielleicht hilft das weiter. Hey Bozo! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ah! Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn. Das ist Elysium. Das Sinnbild der Hoffnung. Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen. Ah, jetzt haben wir die. Jetzt haben wir die Lösung dafür gesagt bekommen. Das ist der Teufel, das Elysium, das ist. Das auf die. Es runterfällt und das ist... Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Was hat er bei dem anderen gesagt? Das ist schrecklich. Schon wieder? Versuchen wir es mal so. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Das Kartenspiel. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Ja. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium stürzt auf Deponia. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. So kommen wir voran. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degoutiert reagieren?
Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen, weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Da braucht man noch ein Blatt. Haben wir ja noch. Ja. Der Teufel. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Hä? Ach ja. Oh weh, oh weh. Ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Gut, wir haben Arzneimittel. Ein Brechmittel. Antidepressiva. Und noch irgendwas. Nö, das sieht leer aus. Ich weiß nicht, was wir mit dem Brechmittel machen, aber was wir mit Antidepressiva machen, da habe ich schon so eine Idee. Hallo, Bozo. Hey, Bozo. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Da komm schon. Ein für Mama, Bozo. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher? Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Okay. Und wann wird das Essen fertig sein? Opa Bose ist noch abgehauen. Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist... Gut, Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um... Nee, da. Okay. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren... Okay. Ah, stimmt, wir haben Sekunde. Wir haben noch Suppenrest. Ich kann damit den Bozo füttern. In die 8-Bit-Spielunke. Ein Brechmittel wäre jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Bozo unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Bozo zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Ach du Schreck. Tja, was soll's? Das gibt es doch nicht. Baby Bozo hat die restliche Suppe aufgegessen. Das war klar. Da waren doch die Antidepressiva für Bozo drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser kleiner Windelscheißer. Ah, alles klar. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav Was mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Oh, der Baby Bozo, vielleicht... angekotzt. Sehr toll. Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken,
Warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Junge Freischütze, willkommen zurück, Boso. Juhu. Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Oh. Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bis du am Ende vielleicht doch einer von den Guten warst. Okay, jetzt wo sich Boso ausgeredet hat, da musste ich mit einem aussprechen. Kann der uns ja verifizieren, der kann ja damit zum... Es ist doch gut. Komm schon. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. So kenne ich meinen Boso. Unbeugsam, voller Tatendrang und steht immer im Weg rum. Boso ist zurück und wir schnappen uns das Sparschwein. Ja. Pinker Schal. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Ui, okay. Boso ist schon vor Ort. Du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Das tun sie in der Tat, aber okay. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Juhu. Weiter geht's. Darlef, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General... Was sowas von... Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Okay. Tür. Nix da! Die Tür bleibt zu! Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. Darlef. Also man kann über den Krieg sagen, was man will. Der Look ist einfach cool. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Naja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Alles klar. Okay. Sonst gibt's hier nicht viel. Außer, dass wir zurück können. Vielleicht können wir jetzt mal mit ihm reden. Aha, dachte ich's mir. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Liebold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. An die Geschütze. Aha. Es wird zurückgefeuert. Jetzt können wir durch die Tür, oder was?
wird nicht mehr bewacht. Ach du Schreck. Hä? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, oha. Dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja, dann. Das bin dann wohl ich. Dad? Ich meine, Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Ach du nein. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Was? Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Oh nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer! In Gefechtsstellung! Wir brauchen auch die Nukleinsäure zurück. Dazu müssten wir vielleicht zu ihm hier unten, aber der braucht Geld. Ah, Sekunde, wir haben das Sparschwein. Wenn wir jetzt das Sparschwein an ihn geben und jetzt hier den Wirt abbezahlt. Ich hab die Moneten. Die 5 Slotty? Nein, nein. Ich meinte, ich habe genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. Hier. 6 Slotty? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Wir haben die Nukleinsäure. Okay. Können wir damit Gold wieder erwachsen machen? Versuchen wir es mal. Das wäre doch hier... was? Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Und der Fisch. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen leine lassen. Das heißt alleine lassen. Mit A. Also wirklich. Und Rufus geht. Holy. Mietz, mietz, put, put. Putti, putti, put. Holy. Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Und wie hast du das vor? Wir haben die Nukleinsäure, die können wir ja sehr gut gebrauchen. Harre aus, ich rette dich! Hier rein vielleicht. Was? Hier durch?
hier durch. Was? Scheint aber nicht so zu klappen. Da kommen wir nur wieder zurück. Was? Natürlich. Aber wie? ja gut. Das Rohr führt hier hin, das führt dorthin. Da kommen wir dann hier raus, wenn wir dann da reingehen, da kommen wir dort raus und durch dieses Rohr gehen. Okay, da kommen wir hier raus. Da kommen wir dort raus. Gibt wohl kein Ankommen. Können wir die Nuklearen so rüberwerfen? Erstmal können vor Lachen. Erstmal muss ich zu ihr finden. Wie ist sie da noch runtergekommen? Das ist eine gute Frage.